Wenn ich an Zukunft denke, denke ich als erstes irgendwie gefühlt immer an sowas wie, dass es sich nichts ändern wird. Ich habe nicht große Hoffnung auf jeden Fall in die Menschheit, dass es weniger Kriege geben wird, mehr Kriege und so. Ich habe immer das Gefühl, dass die Probleme immer die gleichen sind. Seitdem ich denken kann, habe ich mir mit meinen Eltern jeden Abend die Tagesschau reingezogen und wirklich furchtbare Dinge gesehen. Das fand ich immer total verwirrend, weil das ist ja auch so die Frage, ne? Dann bist du irgendwie so ein Kind und so, kennst nur die heile Welt und guckst das erste Mal so Nachrichten und keine Ahnung, da werden irgendwie massige Leute abgeschlachtet oder sowas oder siehst Kinder, die gar nichts zu essen haben, irgendwie im Sterben liegen, ganze Völker liegen irgendwie im Krankenhaus oder so, weil irgendwo eine totale Katastrophe ausgebrochen ist oder weil Länder einfach nicht mehr haben so. Und dann ist so die Frage, wie gehen deine Eltern so damit um? Wie kommentieren die das, was das Kind gerade sieht? So? Und ich merke das so, dass es bei mir und bei meinem Umfeld auch auf jeden Fall so kommentiert worden ist, dass es so irgendwie natürlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir die glücklich sind oder viel haben oder einfach nur gesund sind, also immer so latent ein schlechtes Gewissen haben. Es ist auf jeden Fall etwas, was viel, viel intensiver meines Erachtens nach diskutiert werden sollte. So dieses Ohnmachtsgefühl und dieses Absurde, was wir eigentlich jeden Tag leben. Aber nur zu sagen, was einen wütend macht, das reicht, finde ich, nicht. Man muss dann wirklich klare Ansätze haben, damit es Sinn macht, darüber zu sprechen. Der Rest ist dann Smalltalk und Smalltalk führt noch mehr zur Ohnmacht. Echt, jeder für sich selber so machen und gucken, wie er sein Umfeld irgendwie glücklich macht, wie er sich selber irgendwie glücklich macht, dann ist, glaube ich, alles cool. Also was mich angeht, ne, bin ich total guter Dinge und optimistisch und so. Ich habe voll Bock, an mir zu arbeiten und aus mir irgendwie einen ansatzweise erträglichen Menschen für mein Umfeld zu machen. So. Ich kann halt keine politischen Aussagen treffen, auf jeden Fall, bei denen ich mich selber ernst nehmen kann, weil ich habe mich damit viel zu wenig auseinandergesetzt. Ich finde, wenn man irgendwie politische Meinung hat oder so, dann sollte man sich auch gefälligst so richtig, richtig, richtig intensiv damit beschäftigen, den Scheiß studieren, sich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen, gucken, wo gibt's Lücken, wo kann man was machen, wo gibt's Hebel, an denen man irgendwie ziehen kann. Ich bin Künstler, ich beschäftige mich die ganze Zeit nur mit mir selber und das ist für mich irgendwie der Weg zu einer besseren Welt, indem ich mich wirklich so intensiv und so doll wie möglich mit mir selber beschäftige und einfach mal davon ausgehe, dass wir alle Menschen sind und alle gefühlt gleiche Probleme haben und gleiche Sehnsüchte irgendwo haben, ne? Wenn man das reduziert auf das Letzte. Ich glaube, wenn das so intensiver stattfinden würde bei allen, dann würde es den ganzen Quatsch gar nicht geben. So, dann würde die Zukunft auf jeden Fall rosiger aussehen. Deswegen bin ich guter Dinge.